Es ist Donnerstag, der 14. April 2017. Gestern, am 13. April 2017, hat die Menschenrechtlerin Sarah Lucia Hasse-Reusing eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht gegen die EU-Datenschutz-Grundverordnung, Aktenzeichen in Klammern EU 2016/679. Ich werde jetzt Auszüge aus dieser Verfassungsbeschwerde vorlesen. Und zwar werde ich vorlesen Abschnitt 1.6, das Geleitwort, den Anfang von Abschnitt 5, wo es um die Betroffenheit geht. In Abschnitt 7 wird das dann auf die Grundrechte und Menschenrechte noch genauer erläutert, darauf bezogen die Betroffenheit. Und Abschnitt 5.6 werde ich vorlesen, ihre Betroffenheit als Hörgeräteträgerin. Die Grund- und Menschenrechte, die geltend gemacht werden in der Verfassungsbeschwerde, sind die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz, auch in Verbindung mit dem Friedensgebot aus Artikel 1 Absatz 2 Grundgesetz, weil auch der Frieden Kommunikation erfordert. Dann das Grundrecht auf Freiheit, Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz, die Grundrechte auf Meinungs-, Informations- und Pressefreiheit, Artikel 5 Grundgesetz, das Grundrecht auf Berufsfreiheit, Artikel 12 Grundgesetz, das Grundrecht auf Eigentum, Artikel 14 Grundgesetz, das Grundrecht auf Rechtsweggarantie, Artikel 19 Absatz 4 Grundgesetz, das grundrechtsgleiche Wahlrecht, Artikel 38 Grundgesetz und auch das universelle Menschenrecht auf Meinungs- und Informationsfreiheit aus Artikel 19 UNO-Zivilpakt. Ich werde nun als nächstes das Geleitwort vorlesen. Zum Abschnitt 1.6, zum Geleit. Zitat: Das Recht zu sagen und zu drucken, was wir denken, ist eines jeden freien Menschen Recht, welches man ihm nicht nehmen könnte, ohne die widerwärtigste Tyrannei auszuüben. Dieses Vorrecht kommt uns von Grund auf zu. Und es wäre abscheulich, dass jene, bei denen die Souveränität liegt, ihre Meinung nicht schriftlich sagen dürften. Zitat Ende. Dies ist ein Zitat aus Question sur les miracles von Voltaire, französischer Philosoph, 1694 bis 1778. Wenn Sie dieses lesen, bewegt sich die Wahrnehmung vom Kopf ins Herz und vom Bauch ins Herz. Wir leben in einer Zeit mit einem gefährlichen Ausmaß der Umsetzung von Gedankenlinien ohne hinreichende Wahrnehmung und Reflexion. Diese Verfassungsbeschwerde ist getragen vom Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen. Es geht hier nicht um Schuldfragen, sondern um unverantwortliche Gedanken und Handlungslinien sowie die Identifikation mit diesen, soweit dies für die Beurteilung der mit dieser Verfassungsbeschwerde angefochtenen EU-Datenschutz-Grundverordnung, Aktenzeichen EU 2016/679 und für die in dieser Verfassungsbeschwerde gestellten Anträge von Bedeutung ist. Zur Macht und Verantwortung des Denkens und Fühlens siehe Abschnitt 6.1 dieser Verfassungsbeschwerde. Die Beschwerdeführerin weist darauf hin, dass diese Verfassungsbeschwerde sich außer auf Rechtsgrundlagen allein auf frei für jeden zugängliche Quellen stützt. Herrn Bundesverfassungsrichter Prof. Dr. Johannes Masing gebührt das historische Verdienst, damals mit seinem Gastartikel Ein Abschied von den Grundrechten vom 9. Januar 2012 in der Süddeutschen Zeitung zahlreiche Leser, so auch die Beschwerdeführerin, hinsichtlich der EU-Datenschutz-Grundverordnung wachgerüttelt zu haben, welche sich damals noch im Entwurfsstadium befunden hat. Er hat in seinem damaligen Artikel die Gefahr der Aushebelung von Demokratie und Grundrechten dargestellt und eine rechtzeitige öffentliche Debatte gefordert. Eine umfassendere Betrachtung
eine umfassendere Betrachtung, auch im Lichte der nach dem Lissabon-Urteil und dem Maastricht-Urteil vorzunehmenden Verfassungsidentitäts- und Ultraviruskontrolle, sowie eine nähere Untersuchung des Verordnungsentwurfs hat der Artikel damals nicht vorgenommen. Der EU-Datenschutz-Grundverordnung geht es nur sekundär um Datenschutz. Wäre der Datenschutz wirklich ihr Hauptanliegen, dann würde sie im Sinne der Unteilbarkeit der Grund- und Menschenrechte für einen fairen Ausgleich zwischen betroffenen Personen und Verarbeitern sorgen. Zumal im Sinne der Verordnung alle Einwohner der EU-Mitgliedstaaten nicht nur betroffene Personen, sondern in vielen Lebenslagen auch Verarbeiter sind. Um Verarbeiter im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu sein, genügt es schon, Bücher oder Artikel, die Namen von natürlichen Personen enthalten, zu lesen, zu ordnen oder abzuheften. Und wenn dies nicht nur für die Diskussion mit Freunden und Verwandten gedacht ist, sondern um sich an einer öffentlichen, diskursiven Entfaltung zu beteiligen, fällt man bereits unter die Pflichten der EU-Datenschutz-Grundverordnung und kann ins Visier der Aufsichtsbehörde geraten. Erst recht, wenn man etwas mit Hilfe von halbautomatischen oder automatischen Hilfsmitteln verarbeitet, sei dies in Form von Artikeln im Internet, von gedruckten Medien, von Ton- oder Videoaufnahmen, durch Benutzung von E-Mail, Telefon, Fax, Mikrofon, Megafon, Hörgeräten oder künstlichen Kehlköpfen. Und das bei einer Aufsichtsbehörde, die keiner Dienstaufsicht unterliegt und wegen Verletzung von Vorschriften, deren vollständige Erfüllung unmöglich ist, Bußgelder bis zu 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro und de facto Tätigkeitsverbote verhängen kann. Das kann ein Verarbeiter selbst dann treffen, wenn die betroffene Person gegen die Verarbeitung überhaupt nichts einzuwenden hat. Tatsächlich dient die EU-Datenschutz-Grundverordnung primär dem Zweck, die Macht zur Manipulation der öffentlichen Meinung, welche vor allem durch das Internet in Frage gestellt worden ist, zu erhalten und auf eine neue Weise auszubauen. Dadurch, dass Menschen global über Staats- und weltanschauliche Grenzen hinweg in Echtzeit miteinander kommunizieren und Informationen miteinander abgleichen können, haben Gruppierungen wie Thinktanks und auch die Bilderberg-Konferenz einiges von ihrer Macht eingebüßt über bei ihnen eingebundene Medien bzw. Menschen in Schlüsselpositionen von Medien die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Da es unmöglich ist, die Bußgelder und de facto Tätigkeitsverbote rechtssicher zu vermeiden, wird die Aufsichtsbehörde im Vergleich zur Gesamtbevölkerung nur selektiv eingreifen können. Es ist absehbar, dass Menschen, die unbequeme Meinungen äußern, besonders ins Visier geraten werden. Das gefährdet die Arbeit von Bloggern und Journalisten ebenso wie die von Menschenrechtlern, Politikern, Ehrenamtlern und Unternehmern. Besonders demokratiegefährdend ist, dass die Frage, wann die Aufsichtsbehörde welche Parteien und welche Politiker kontrolliert, darüber entscheiden kann, wer für die Wahlen schon vorab über Bußgelder und de facto Tätigkeitsverbote ausgeschaltet werden kann. Das ist das Gegenteil der von Leitsatz 3 Buchstabe B des Maastricht-Urteils aufgestellten Forderung, dass mit fortschreitender europäischer Integration die Strukturen der EU zunehmend demokratischer werden müssen. Stattdessen maßt sich die EU-Datenschutz-Grundverordnung nicht nur die im EU-Primärrecht gar nicht gewährte Kompetenz zur Regelung des Datenschutzes zwischen Privaten an, sondern gefährdet obendrein die demokratischen Ordnungen ihrer Mitgliedstaaten. Abschnitt 1 dieser Verfassungsbeschwerde geht es um die Anträge und um die Vertretung in der mündlichen Verhandlung. Abschnitt 2 beschäftigt sich vor allem mit der Zulässigkeit der Rechtsfortbildung, der Begründung der Anträge auf einstweilige Anordnung und mit der Ablehnung von zwei Richtern wegen Besorgnis der Befangenheit. Abschnitt 3 betrachtet die Rangfolge der Rechtsordnung für Deutschland, die Verbindung des Grundgesetzes mit den universellen Menschenrechten und das Friedensgebot. Abschnitt 4
beleuchtet vor allem die EU-Datenschutzgrundverordnung und deren Überschreitung der primärrechtlichen Kompetenzen, die Aushebelung des EU-Grundrechts auf Datenschutz sowie die beiden bisherigen EU-Richtlinien zum Datenschutz und das Bundesdatenschutzgesetz. Abschnitt 5 zeigt anschaulich an Beispielen die Auswirkungen der EU-Datenschutzgrundverordnung auf die Beschwerdeführerin als Bloggerin, Politikerin, Menschenrechtlerin und Hörgeräteträgerin und wie die EU-Datenschutzgrundverordnung selbst die für den Frieden unentbehrliche, zeitnahe öffentliche diskursive Entfaltung gefährdet. Abschnitt 6 diskutiert die Verantwortung für unser Denken und die daraus entstehenden Handlungen, die Macht von Thinktanks, den Einfluss der Bilderberg-Konferenz auf die Ausrichtung der EU-Datenschutzgrundverordnung, Stichwort Connectivity and the Diffusion of Power, und was diese Verordnung mit unserer Gesellschaft macht, bis hin zur Selbstzensur beim Denken. Abschnitt 7 schließlich erläutert die eigene, gegenwärtige und unmittelbare Betroffenheit hinsichtlich der geltend gemachten Grund- und Menschenrechte. Zur Vermeidung unnötiger Wiederholungen arbeitet diese Verfassungsbeschwerde mit Querverweisen. Die Stelle innerhalb der Verfassungsbeschwerde, zu welcher hinverwiesen wird, ist dabei jeweils als Teil der Begründung für die Stelle zu werten, von welcher der Querverweis ausgeht. Die Ewigkeitsgarantie ist immer, in jedem Augenblick, modern, weil sie ewig ist. Schon vor über 1000 Jahren hat das Volk der von den Anasazi abstammenden Pueblo-Indianer von Taos zur Untersuchung der Stabilität von Gesellschaften das Modell der vier heiligen Reifen entwickelt, wobei der Nordreifen für den Umgang mit dem Wandel in Politik und Traditionen steht. Schon in diesem, heute vielleicht auf den ersten Blick archaisch anmutenden Modell, wurde erkannt, dass der Grundrechtsschutz in einer Verfassung inklusive des Rangs der Grundrechte immer modern und nie veraltet oder überholt ist, weil er das Bedürfnis des Volkes nach Freiheit erfüllt. Es ist moderne Tradition und herrschende Meinung, nicht nur in Taos, dass Verfassungen nur ausgehend von den Bestehenden sorgfältig gemeinsam mit dem Volk fortentwickelt werden sollten, um Verwirrung und Instabilität zu vermeiden. Im Falle beschädigter Reifen ist es in Taos bis auf den heutigen Tag modern, bei der Reparatur der durch die Reifen symbolisierten Strukturen zu helfen. Auch wenn dies mit Mühe und Herausforderung verbunden sein kann. Abschnitt 5. Betroffenheit der Beschwerdeführerin. Die Beschwerdeführerin ist von der EU-Datenschutzgrundverordnung vor allem als Menschenrechtlerin im Sinne von UNO-Resolution 53/144 als Bloggerin, als Politikerin und als Hörgeräteträgerin persönlich betroffen und daneben auch allgemein, soweit sie über ihren familiären oder persönlichen Bereich hinaus über natürliche Personen redet. Ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten als Bloggerin, Politikerin und Menschenrechtlerin gehen offensichtlich über ausschließlich persönliche Tätigkeiten im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C Alternative 1 hinaus und sind damit von der EU-Datenschutzgrundverordnung betroffen. Außerdem benötigt sie die Hörgeräte zur Verständigung auch im öffentlichen Raum. Ab dem 25.05.2018, dem Beginn der Anwendung der EU-Datenschutzgrundverordnung laut deren Artikel 99 Absatz 2, würde sie dafür an zahlreichen Stellen Bußgeldrisiken von jeweils bis zu 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro ausgesetzt, welche sie auch mit noch so viel Vorsicht nicht ausschließen könnte. Hinzu kommen die erdrückenden bürokratischen Lasten und die Ungewissheit, wie detailliert und wie oft die Aufsichtsbehörde die Folgenabschätzung Artikel 35 und die vorherige Konsultation Artikel 36 haben will,
sodass buchstäblich jede natürliche Person innerhalb der EU-Mitgliedstaaten jederzeit von den Bußgeldern Artikel 83 bis zu 10 Millionen Euro getroffen werden könnte. Die Aufsichtsbehörde wird bereits wegen ihrer begrenzten personellen Kapazitäten nie alle Einwohner der EU-Mitgliedstaaten, welche über ihren familiären und ihren persönlichen Bereich hinaus, Klammer Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C, über andere natürliche Personen kommunizieren, kontrollieren können. Sie würde also, obwohl der Bußgeldrahmen bis zu 10 Millionen Euro bzw. bis zu 20 Millionen Euro Beschwerden massenhaft anziehen und ein neues Geschäftsmodell für Anwälte schaffen würde und so erheblichen Druck zum personellen Ausbau der Aufsichtsbehörde zur Steigerung der Erledigungszahlen nur selektiv kontrollieren und ruinieren können. Die Beschwerdeführerin weist eine im Vergleich zum Bevölkerungsdurchschnitt deutlich erhöhte Wahrscheinlichkeit auf, ins Visier der Aufsichtsbehörde zu geraten, da sie gleich in drei ehrenamtlichen Eigenschaften Bloggerin, Politikerin und Menschenrechtlerin und als Hörgeräteträgerin auch über natürliche Personen kommuniziert und weil sie dabei auch Meinungen vertritt und über Tatsachen spricht, welche nicht für jeden bequem sind. Punkt 5.6 Auswirkungen auf Hörgeräteträger. Die Beschwerdeführerin ist beidseitig auf die Verwendung von Hörgeräten angewiesen. Sie benötigt diese bereits bei einer normalen Gesprächsdistanz und kann ohne diese Hilfsmittel daher weder ihren zu einem erheblichen Teil aus Gesprächen bestehenden Beruf noch ihr ehrenamtliches Engagement als Bloggerin, Politikerin und Menschenrechtlerin ausüben. Soweit sie sich unter Verwendung der Hörgeräte über natürliche Personen unterhält, ist dies eine teilautomatisierte Verarbeitung im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 EU-Datenschutzgrundverordnung. Bereits dadurch, dass die Beschwerdeführerin einem Gesprächspartner zuhört, welcher über konkrete natürliche Personen spricht. Eine generelle Ausnahme, welche auch Hörgeräte umfassen würde, etwa für medizinische Hilfsmittel, ist weder dem Wortlaut der EU-Datenschutzgrundverordnung noch deren Erwägungsgründen zu entnehmen. Die Verwendung der Hörgeräte für den rein familiären oder persönlichen Bereich ist über Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe C EU-Datenschutzgrundverordnung ausgenommen. Aber jegliche darüber hinausgehende Verwendung, wie für den beruflichen und den ehrenamtlichen Bereich, wird erfasst. Die Beschwerdeführerin müsste außer im familiären und persönlichen Bereich die Einwilligung der betroffenen Personen, über die unter Einsatz dieser teilautomatisierten Hilfsmittel gesprochen werden soll, einholen. Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe A, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe A, Aufzeichnungen führen, Artikel 30, sowie zumindest bei politischen oder anderen für betroffene Personen sensiblen Themen zuvor eine Folgenabschätzung, Artikel 35, und eine vorherige Konsultation, Artikel 36, durchführen. Die Beschwerdeführerin wäre als Hörgeräteträgerin schon betroffen, wenn sie nur zum Zuhören zu einer politischen oder anderen über den persönlichen Bereich hinausgehenden öffentlichen Veranstaltung gehen will, selbst wenn sie sich dazu keinerlei geordnete Notizen machen würde. Entsprechendes gilt außer bezüglich Artikel 30 für ihren Beruf, welcher zu einem großen Teil aus Gesprächen besteht. Die Aufsichtsbehörde kann gemäß Artikel 57 Absatz 1 Buchstabe K EU-Datenschutzgrundverordnung eine Liste der Verarbeitungsarten erstellen, für welche eine Folgenabschätzung Artikel 35 durchzuführen ist. Solange sie eine solche Liste aber noch nicht erstellt hat und solange die Verwendung von Hörgeräten darin nicht ausdrücklich ausgenommen ist, wird die Verwendung dieser Hilfsmittel durch die Beschwerdeführerin von Artikel 35 EU-Datenschutzgrundverordnung erfasst, mitsamt den daran anknüpfenden Risiken von Bußgeldern Artikel 83 bis zu 10 Millionen Euro bzw. 20 Millionen Euro und von Verarbeitungsverboten Artikel 58 Absatz 2 Buchstabe F. Dabei lässt der weite Wortlaut des Artikels 58 Absatz 2 Buchstabe F die Auslegung zu, als Maßnahme bei Verstößen gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung jegliche
über den familiären und persönlichen Bereich hinausgehende Verarbeitung personenbezogener Daten zu untersagen. Abschnitt 4.2.13 dieser Verfassungsbeschwerde. Was bei der Beschwerdeführerin de facto Verbote ihrer ehrenamtlichen Tätigkeiten als Bloggerin, Politikerin und Menschenrechtlerin, ein de facto Verbot ihres Berufs und zahlreicher weiterer Berufe und ein de facto Verbot des Einsatzes ihrer Hörgeräte über den familiären und persönlichen Bereich hinaus bedeuten würde. Denn in all diesen Bereichen kommt man nicht umhin, auch über natürliche Personen zu reden, beziehungsweise sich ein gewisses Maß an Aufzeichnungen über natürliche Personen zu machen. Während die Information, wer ein Hörgerät trägt, zu den Gesundheitsdaten und damit zu den gemäß Artikel 9 Absatz 1 EU-Datenschutzgrundverordnung besonders sensiblen Daten gehört, wird Hörgeräteträgern selbst abverlangt, sich bei Verwendung dieser Hilfsmittel in der Öffentlichkeit und im Beruf gegenüber der Aufsichtsbehörde und wegen der verlangten Einwilligungen Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a, Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a gegenüber ihren Gesprächspartnern zu offenbaren. In 2016 hat es laut Statista in Deutschland 1,88 Millionen Hörgeräteträger gegeben. Viele Menschen schämen sich, Hörgeräte zu benötigen. Für diese größere Minderheit unter den Hörgeräteträgern greifen die Bloßstellung gegenüber der Aufsichtsbehörde, Artikel 30, Artikel 35, Artikel 36 EU-Datenschutzgrundverordnung und im öffentlichen Raum wegen der benötigten Einwilligung, Artikel 6 und Artikel 9 EU-Datenschutzgrundverordnung, noch tiefer in die Menschenwürde, Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz ein, als bei der Beschwerdeführerin. Auch Menschen, die einen künstlichen Kehlkopf oder andere halbautomatische Hilfsmittel benötigen, um sich zu verständigen, dürften ähnlich betroffen sein wie Hörgeräteträger.